Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Raft mit dem Items. Und auf der Insel. Ich Ja, hab's auch rüber geschafft. Die Blumen. Hier. Die Blümchen. Farbstoffe. Ja. Woher weißt du das? Weil das dran stand, als ich dies letzte Mal abgenommen habe. Achso. Hey, da gibt's Mangosamen. Mangosamen. Ich dachte, ich erzähle dir was Neues. Nee, ich hatte ja doch schon mal. Wir waren schon mal ganz am Anfang auf einer Insel und da stand eiskalt nur dran: rote Blume macht rote Farbe. Da dachte ich mir dann so: Danke. Ich nehme jetzt einfach die Blümchen mit. Was anderes kann Ja. ich eh nicht. Gelbe Klirre, Blümchen, by the blaue way. Blümchen, rote Blümchen, schwarze Blümchen, ich habe alles. Hier sind aber noch eine Menge weiße Blümchen. Bist du etwa ein weißer Rassist? Bist du etwa ein runtergefallenes Riva? Wo ist der Hai? Wo ist der Hai? Der ist gerade unter dir. Nein, ich weiß gar nicht, wo er ist. Wo ist Fischi denn? Ich glaube, wir kommen nämlich nicht weiter Da hoch. hinter dir. Da hinter dir ist der Fischi. Wir müssen so aufpassen, dass der jetzt nicht unseren Tisch abbeißt hier. Das wäre nicht gut, ja. Oder unseren Anker. Vielleicht sollten wir ein Speer herstellen. Nein. Nein. Der wird nicht den Tisch wegnehmen damit. Aber wir haben nur noch eine Plattform. Das Problem ist, wir müssten nur ein paar Millimeter näher rankommen. Vielleicht, wenn du jetzt auf mich drauf springst. Oh ja, das könnte helfen. Ja, ich bin oben. Hier ist eine Kiste. Kiste Super. aufnehmen. Alter, ich kann das nicht mehr tragen. Da ist ein Scharener. Was ist ein Scharener? Tobias, ich werf dir Zeug runter, okay? Ja. Hier, Baupläne, bitte. Braucht nämlich Oh, keiner. nein. Das sind nur die Baupläne von Antenne und Empfänger. Die liegen da übrigens doppelt. Also, die liegen hier noch. Wo? Liegen hier. Sind die runtergefallen? Ich habe nur Bei eins dir? aufsammeln können. Die anderen liegen direkt neben dir bei mir. Warte mal, jetzt nehme ich den mal kurz hier. Liegen die bei dir auch da oder was? Es sind zwei Metall. Ach, Scharnier, nicht Scharner. Scharnier. Es ist ein Scharner. Tobias. Kennst du nicht? Den guten Freund. Scharner. Ah, der Scharner. 1952 gegründet von Scharner. Ich habe Tränen in den Alter. Augen. Der Scharner-Vorfall damals. Da ist eine schwarze Blume, die nehmen wir nicht mit wegen Rassismus, ne? Richtig. Also mein letztes Floß, das habe ich komplett schwarz angemalt. Self-Mode, oder was? Ananas! Wir machen Ananas trocken. Hält die Axt noch? Ja, ich glaube, das sollte für alle Bäume hier reichen. Dann werde ich verhungern. Aber ich könnte jetzt eigentlich Zeug essen, das ich hier gefunden habe, gell? Ja, die ganzen Mangos und so. Und Kokosnüsse. Ich habe jetzt meine Wassermelone gegessen, aber wir haben noch Samen davon. Ja, ich habe auch noch Samen von dem Zeug. Also sollte das nicht das Problem sein. Und die See wird rauer. Vielleicht haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wegen? Weil jetzt habe ich zu wenig Platz im Inventar. Warum habe ich denn zwei von den. Ach, ich habe noch deinen Becher. Wo bist du denn? Hier, ich werfe mal meinen Becher runter. Weil dann kann ich die Planke hier oben noch, die letzte, auch noch mitnehmen. Okay. Ach, da Hier ist sind er. sonst nur Blumen für Farbstoffe. Hier vorne sind noch Sachen. Aber da komme ich wahrscheinlich nicht wieder hin. Oder? Doch, das sieht so aus, als würde ich da wieder hinkommen. Ich bin am Floß, gell? Okay. Palmblätter haben wir jetzt echt genug. Jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Ich habe noch einen Bauplanempfänger, den brauchen wir nicht mehr, oder? Ich habe Antenne, Empfänger, beide Baupläne. Also braucht man nicht mehr. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ich bin jetzt einfach mal so frei, gell? Wie frei? Meine Axt ist kaputt gegangen und ich komme hier nicht mehr weg. Kann ich eine Axt an der Stelle hier bauen? Ja, wenn du die Sachen hast.
Ich habe nicht genug Schrott und keine Seile. Die Seile ist kein Problem, aber den Schrott kriege ich nicht hin. Ja, 11 Schrott haben wir hier in der Kiste. Warum? Wie viel steht da oben noch? Ist ein Baum, den ich jetzt noch fertig machen müsste. Den können wir auch stehen lassen. Eigentlich das schon, Problem ja. ist halt nur das Zurückgehen gerade von meiner Seite aus. That's problematic. Schaffe ich es, einen Hai mit einem Speer bei einem Angriff im Wasser zu töten? Also nicht zu töten, sondern wegzuschicken? Verstehst du, was ich meine? Nee. Wenn ich jetzt ins Wasser springe, kommt der Hai ja zu mir. Ja. Wenn ich einen Speer habe und ihn damit angreife, während er im Wasser ist, geht er dann weg oder macht er so lange weiter, bis ich tot bin? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann kurz ins Wasser reinspringen. Würde auch gehen. Ich habe nur jetzt die Farbstoffe dabei, die sind ja nicht so wichtig. Nee, die sind du musst halt sagen, wenn du ins Wasser springst. Ja, ich bin schon drin, Okay, du noch nicht. Guck mal, ich kann hier am äußeren Rand entgegenlaufen gerade. Oh lol, ich konnte einfach außen rumlaufen. Du musst nicht ins Wasser, Tobi. Okay. Ich bin wieder raus. Du musst ins Wasser, Tobi. Hallo. Ich bin Katze. Ja, da ist ein Bauhammer drin, den ich jetzt... Wir haben drei Bauhämmer. Warum brauchen wir drei Bauhämmer? Weißt du, du gibst unser ganzes Geld für Zeug aus. Den ganzen Tag. Und keiner hat mehr... Was denn? Hi? Wo Dubai? Ist es jetzt? Was denn? Eigentlich habe ich Sachen gelernt. Im Table hier? Ja. Aber irgendwie habe ich die jetzt auch doch nicht gelernt. Welche Sachen hast du denn gelernt? Das Sender und der Empfänger. Und, ja gut, den Bolzen, den haben wir ja jetzt. Ja, vergiss es. Wir müssen ja noch mehr. Natürlich nimmt er die Stelle mit unserer Rampe. Hast du einen Speer? Nein. Ich müsste jetzt einen machen. Kriegen wir nicht mehr hin. Tschüss, Rampe, du hast uns gute Dienste erwiesen. So. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr hier zu bleiben, so, wir fahren. Würde ich sagen, ja. In welche Richtung geht denn der Wind jetzt? Aber wir brauchen einen neuen Wimpel. Ja, den hat auch hier Karl-Heinz, hat den gefressen. Karl-Heinz hatte Hunger. So, das nehmen wir mit und Schrott nehmen wir mit, so. Der ist sauteuer, gell, der Wimpel. 6 Planken, 3 Seile und 3 Nägel. Oh, Tobi, du hast es perfekt ausgerichtet. Ein bisschen off ist es, aber passt super. Das ist die Erfahrung. Jahrelange Segelerfahrung. Jahrelange Segelerfahrung, der Tobi. Der alte Seebär. Ja. Ein absolutes Monster. Also, in guten. Weißt, man hat so mich einer, auch früher Captain Blaubär genannt. Kannst du mir mal meinen Haken wiedergeben? Die Sache hat doch einen Haken. Den Kommentar konnte ich mir da nicht verkneifen. Der ist ja fast kaputt. Ja, ne? Tobi, es regnet ziemlich hardcore. Ja, und jetzt gerade kommt auch nur noch Peace, Tobi! Plastik an. Das ist doch... Hallo? Hagelt's bei Ihnen? Gib aber... Okay, ja, lol, da kommt wirklich nur Plastik. Ich treff's Holz nicht. Andere. Aber Plastik ist gerade sowieso relativ wichtig, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder am Verhungern. Hast du noch was zu essen? Nee. Ich könnte die Farbe essen. Hier, nimm eine Mango. Das sind 6 Stück. Sag ich ja, nimm eine Mango. Ich bin gut im Plural. Oh, ich habe auch Hunger. Moment, ich esse eine Kokosnuss. Nein, oh, Kokosnuss ist kacke. Ich nehme eine Ananas. Ich kann dir noch 3 Mangos geben. Oh, du hast Mangos. Wo hast du die her? Die habe ich gerade eben hier gefunden. Die lagen hier einfach. Oh, Alter, ey. Freilandmangos, ey. Gibt's gar nicht so oft. Ja, wenn man das nicht trifft, dann nimmt man halt die Hand. Kommt ein Fass. Ich bin es. Ich bin fassungslos. So. Ich habe übrigens das Segel verändert. Wolltest nur nicht, dass ich das Fass krieg. Doch, eigentlich schon. Aber ich wollte, dass wir auch noch das Plastik da vorne kriegen. Ich hätte gerne noch das Holz dazu. Nee. Hast du das Fass? Ja, ja. Okay, super, dann nehme ich das Holz hier noch. Oh,
Oh, ich spring schon wieder ins Wasser. Ja, jetzt habe ich es fast nicht bekommen und du bist... Fischi, hi! Da vorne kommt noch ein Fass, Tobias. Wo? Oh, da. Cool, gell? So, ich gönne mir jetzt den Moment und mache mir auch einen Holzspeer, würde ich sagen. Hau mal die ganzen Materialien rein, die du da so hast. So das Plastik, das Holz, alles so in diesen Tisch rein. In den Tisch? Ja, immer nur eins und dann erforschen. Erforschen. Aber ich wollte jetzt kurz den Speer machen. Ja, gut, okay? das kannst du ja. Man braucht von den Sachen immer nur eins. Nur ich habe die ganzen Erfolge schon, deshalb meinte ich, dass du das machst. So, bedeutet, da soll ich jetzt eine Planke, ein Aber nur einzeln, Kunststoff, oder was? Könntest du es auch nur mit ein einzelnes Stück. Ja, ich glaube, der zieht dir eh nur eins ab. Okay, und zum Beispiel so ein Nagel? Ja, wenn der da angezeigt wird, also wenn du den erforschen kannst, dann kannst du den reinschmeißen. Was wollen sie denn zum Beispiel noch von mir? Kunststoff und Schrott wollen sie zum Beispiel haben, erforschen. Kunststoff und Steine brauchen wir noch. Steinis und Kunststoff da. Steinis ist erforscht, das war Schrott. Erforschen und Steinis erforschen. Und jetzt kann ich das alles einfach lernen und es hat keinen Kosten mehr, oder was? Doch, aber wir können das dann, wir können dann die Sachen herstellen. Also jetzt zum Beispiel den, Oh, wir können Netze bauen jetzt. Was ist denn jetzt ein Steinpfeil? Wie, das ist ein Steinpfeil? Dreh mal ein bisschen das Ding, damit wir die beiden Fässer kriegen. Meinte der Speer. Meinte es um mich, oder was? Eine Metallangel. Ah ja, da braucht man die Schmelze. Schmelze müssten wir doch auch haben. Ja, aber da brauchen wir Ziegel dazu. Dafür brauchen wir Lehm. Ja, dafür müssen wir... den kriegen wir an Inseln. Unten im Wasser. Da, wo du gemeint hast, da brauchen wir eh nichts. Ich hatte halt noch keine Diamond-Schaufel. Tobi, das hättest du auch mitnehmen können hier, das Kunststoff. Ne, Mensch, ey. Ich war gerade verwirrt wegen der Diamond-Schaufel. Ja, Minecraft-Referenz, weißt du? Ich bin Minecraft-Spieler. Kriegst du das was? Hi! Du bist the woman with the spear. Jetzt hat er aber einen gekriegt, ey. Wieso fahren wir jetzt, wohin fahren wir denn? Oh, das war wegen dem Fass. Kannst gerne korrigieren. Hauptsache volle Fahrt voraus, ja? So, was habe ich denn noch, was ich gerade nicht... Also die Schmelze müssten wir doch jetzt schon bauen können, oder nicht? Oder haben wir die... Nee, da brauchen wir noch Lehm für. Die Trockenziegel müssen wir dafür noch einmal haben. Dass wir es lernen können, gell? Ja, genau. Aber fortschrittlicher Reiniger wäre super. Nee, wir können nichts. Können wir was? Mit dem Kupfer machen? Nee, wir können nichts. Wir können überhaupt nichts, können wir. Ah doch, ich kann hier zum Beispiel noch das Scharnier reinlegen, kann ich zum Bleistift noch. Eine Laterne könnte man demnächst herstellen, da brauchen wir 4 Schrott noch. Also 3 Schrott noch. Hab ich das nicht schon gelernt? Ja, aber zum Herstellen. Wir müssen sie ja herstellen. Hey, wir haben hier doch noch 9 Schrott. Wo? Beim Inventar. Ja. Jetzt ist es an der Kiste. Das ist, du hast gemeint, ich soll es rausnehmen und nutzen. Kannst du es ja, bauen? Ja. Da vorne ist ein Floß. Floß? Da vorne ist ein Floß. Wir fahren drauf zu. Da. Ja. Ah, da. Ja, da. Hab ich gesagt. Da. Oh, da ist ein Fass. Das machen wir jetzt einfach und dann ist nämlich die nächste Folge erleuchtet. Das wäre super. Weil so Licht haben ist für YouTube-Videos unglaublich. Haben wir ein Chaos-Teil hier? Das ist ja ein Chaos-Teil. Unser Floß, das ist so... Wie war Tobi, das? Wir wissen beide, wenn irgendwo eine Baumöglichkeit... Ich habe die Planke geholt, das war sehr toll von mir. Ja. Oh, wir sollten das Floß vielleicht noch handeln, wenn jetzt was da ist. Wohin kommt denn der Segelwind? Da kommt der Segelwind. Also müssen wir ein bisschen gegenhalten, sonst treffen wir es nicht. Den normalen Anker können wir auch noch nicht machen, leider.
Aber wir könnten so einen Barren ja auch theoretisch in einem Fluss finden, oder Tobias? Ja. Oh, Fortschritt durch Technik, ey. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge bei dir. Echt? Ja, das war's. Ja, nice. Dann tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.